Ich fange jetzt wieder an zu reden, wenn du wieder Krach machst. Also, wir bauen eine Keksausstechermaschine. Für einen Keksback-Gedöns. Also, wir wollen damit Kekse ausstechen, sozusagen. Von einem großen Möbelproduzenten aus Schweden ist das ein Stuhltestgerät, das wir ja schon mal umbauen wollten zu einem Ice Crusher. Haben wir auch gemacht. Das ist die Schrottkonstruktion, die da gerade dranhängt. Das funktionieren wir jetzt um. Diese Unterkonstruktion ist damals schon klugerweise modular aufgebaut worden. Das bedeutet, wir können das alles total einfach ausbauen, wie ihr gerade gesehen habt, um dann ein weiteres Modul anzubauen, nämlich das Keks-Press-Modul. Ich habe irgendwie Schiss, wenn ich das jetzt ablöse. Kannst du auch mal irgendwas halten? Ich, was denn? Ja, du musst hier unterstützend halten. Ey, das ist voll das schlechte Modul. Aufgepasst. Also, es ist ganz einfach. Die Funktionsweise dieses Apparillos blenden wir hier ganz kurz ein. Also, dieses Ding pumpt also nach vorne, das Ding pumpt nach unten. Den brauchen wir gar nicht, den ignorieren wir. Wir nehmen einfach diesen Hub hier. Ich weiß nicht, ob du den von hier erkennen kannst. Das Ding geht einfach hoch und runter. Ein Stückchen. Wir bauen jetzt einfach wieder so eine Platte. Das ist dann nämlich ein modulares Ice-Crush-Modul. Und wir machen jetzt so eine Platte, machen da zwei Löcher durch und können dann an diese Platte heranmachen, was wir wollen. Und was wir jetzt tun, ist, das ignorieren wir alles und machen uns hier so einen kleinen Hocker drunter. Nehmen dann einfach ein großes Backblech. Ja. Und schweißen uns oben meinetwegen ganz viele Sterne drauf. Und dann kannst du mit dem Backblech so raufgehen und zupp, zupp, und dann, zupp, ah, zupp, und dann zupp, zupp. Du bewegst das Backblech von oben, geht er mal auf und zu. Ich zeige euch einmal, wie es funktioniert. Heftig. Sah es echt aus? Ein bisschen schon, ja. Ja, ne? Ja. Okay, fertig? Ja. Jo. So, pass auf, dann ist es jetzt ganz einfach. Dann nehmen wir uns jetzt eine Platte und daran schweißen wir unseren Scheiß, den wir haben wollen, rauf. Spitzen das unten an, machen. Hast keinen Bock oder was? Ey, doch, ja, doch, gut. Ich liebe Schweißen. Das ist die Übergangsmusik zum Bauen. Gin, dieser Song ist nur für dich. Guck mal, den nach vorne und den Finger nicht da reinkriegen. Und hier? Vorne. Ja, nach vorne. Zu. Ja. Jetzt ist da rauf. Jetzt geht der ruckzuck hier. Eins, zwei. Jetzt hast du hier drei. Ach, wir können einfach vier machen. Das ist der Nordstern. Da, wo Jesus geboren ist und alles. Guck mal, willst du mal schweißen? So, pass auf. Schweißen. Also ganz einfach. Muss ich das aufsetzen? Sollte ich lieber? Ja, ja, aufsetzen. Was ist das denn hier für ein? Das ist riesengroß. Warte, ich muss jetzt. Drück mal hier einfach einmal ab. Der blendet nicht ab. Aber so sieht es aus. So geht das, so müsste es gehen. Kannst du umlegen. Komm, also pass auf. Guck mal, du hältst hier, guck mal einmal so. Du hältst ungefähr in dem Abstand so da ran und drückst einfach, das war's. So? Ja, ja, drück mal. Warte. Du merkst, dass es so zischt. Näher ran. Geh ran da. Aber guck mal, was passiert. Ja, alles cool. Ja, so. Ja, mach mal okay, davon. Okay. So, näher ran, noch näher ran, noch näher ran, noch ein bisschen näher ran. Ja, so. Das klingt sehr gut. Guck mal, wo du stehst. Ja, guck, Schweißnaht. So, voll geil. Jetzt kannst du das, jetzt kannst du den Rest machen. So? Ja. So, nächster noch. Oh, stinkt aber auch. Guck mal her, Brian. Ist das ein Popel? Warte. Das ist, glaube ich, einer. Warte mal, das könnte einer sein. Ist es einer? Ja. Wo ist er hin? Wo ist er? Ich glaube, er ist in deine Lippe reingefallen. Ja, es ist reingefallen. Das ist ein Spinnennetz. Du hast zu doll gepustet. Ein Spinnennetz, ne? So, jetzt die ganze Kante hier angespitzt, kannst du hier sehen, jetzt kann man besser rausdrücken, wie bei einem normalen Stempel auch. Eine Seite ist immer spitz. So, der Stern sieht doch richtig geil aus, da kann man sich dran verletzen jetzt schon. Hier bohren wir jetzt gleich die Löcher rein und dann können wir das jetzt schon mal da drauf montieren. Brich den bitte nicht ab, Brian, bitte. Brian ist gleich fertig und dann können wir endlich montieren.
Mal eben eine Stunde, ne? Mit die Projekte mit Zora. Da hast du ja was ins Haus geholt. So, jetzt montieren wir das Ding. Also hier drunter sind zwei Löcher. Und da kommt unser Stern jetzt so ran. Nein, du stinkst irgendwas von euch. Nein, riecht so aus dem Mund. Mach es so ran. Atme sie an, wenn es nicht stimmt. Nee, atme sie an. Bitte lass es. Was ist das denn? Ich will dich nicht reinreiten, aber du riechst doch. Naja. Das riecht nicht gut. Aber es stinkt ja echt so übelst, Alter. Das sind entweder deine Finger oder ist es Finn. Ich bin es nicht, wie du denn nicht? Wir hatten einen Furchtspray in der Tasche. Ja, aber du wurdest schon 36 Mal eingesprüht heute. Ja. So. Guck mal, das Gute ist, an der Druckstelle haben wir ein bisschen Edelstahl auch. Dann ist das sogar hygienisch und wir könnten damit in eine großflächige Produktion einsteigen. Lass es! Nein, bitte! Bitte nicht ab! Oh Mann, ey! Oh Mann, ey. Ich geh jetzt schon mal raus, was da ist. Hier stinkt ja aber! So, einmal hier gucken, ob der jetzt presst. Wir brauchen noch einen. Das ist so eklig, Mann. Jetzt brauchen wir noch einen Hocker drunter und dann läuft der, das Moped oder was. Siehst du das, wie geil das aussieht? Ich glaube, es könnte funktionieren. Wir brauchen noch irgendwie mal einen kurzen Hocker oder so, den wir da drunter stellen. Das stinkt so widerlich da drin, ey. Ja, ach, das was. Ist so eklig. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Brian hat sein Furchtspray gerade in diese Box reingesprüht. Nachdem er es gerade eben schon 36 Mal in der Werkstatt versprüht hat. Und dann kannst du jetzt hier einfach, wenn die Teig drauf wäre. Guck mal, da hinten geht es gar nicht runter aufs Blech, nur vorne. Siehst du das? Ja. Aber es funktioniert trotzdem vom nicht. Vom Prinzip her reicht das hier, was wir jetzt hier gemacht haben. Teil. So, jetzt, dann tauschen wir den Stuhl, optimieren wir noch ein bisschen. Und dann ist das schon gut zum Ausstechen. An einer Seite da hinten berührt er gar nicht das Blech. Jetzt hör doch mal auf zu heulen. Das Prinzip wird funktionieren, ich garantiere es. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Dann sehen wir jetzt die Auflösung mit Marti. Und wir backen gemeinsam ein paar Kekse. Mit Zora in ihrer Impro-Küche. Die schmecken hoffentlich sehr, sehr gut. Und wenn nicht, dann fahre ich einfach wieder nach Hause. Wir machen weiter. Ich zeig dir mal, was ich gemacht habe. Oh, ich hab noch Kacke an der Hand. Willst du ablecken? Nein. Oh Gott, ich dachte, du machst das wirklich. So. Guck mal, so rum. Ja, Entschuldigung. Ups, sorry. Das ist, was ich quasi mit Finn und Brian gebaut habe. Sehr, sehr gut. Und rein theoretisch müssten wir das jetzt so machen. Einer hält das Blech drunter und muss schnell sein und gegebenenfalls ohne den Stecker ziehen. Ach so. Ah ja. Verstehe. Jetzt haben wir hier unser... Willst du als erstes schnell sein? Du musst da oben den Stecker rausziehen, wenn ich sage Stopp. Oder willst du drunter halten und ich zieh raus? Ich kann auch gerne den Stecker ziehen. Also wenn gestanzt ist und der oben wieder angekommen ist... Dann Stopp. Dann Stopp. Kann ich das kurz testen? Ja. Schmeiß an den Ferrari. Dann schieben sie mal. So, ja komm, mach auf. Hä? Was ich glaube, der checkt, dass das Teig ist. Da wird er vorsichtig. Ja. Oder? Zieh noch mal raus jetzt. Vielleicht wird er... Warte mal. Dann müssen wir das... Alter. Wow. Genau so sollte es funktionieren. Das ist doch scheiße. Ja, was habt ihr euch da? Was ist das für ein Bullshit, den ihr da gebaut habt? Ja, vor allem ist das so ein Billo-Stern, den kann man auch einfach mit dem Messer so reinfahren. Ja, echt, das kann ein Dreijähriger. Ja, komm, wir gehen. Das ist mir zu blöd hier. Also, kann er gerne noch mal ein bisschen hoch und runter fahren.
zeige euch mal ganz kurz das Ergebnis. Der hässlichste Weihnachtsstern der nördlichen Welt. Hemisphäre. Okay, so. Projekt gescheitert. Danke, Finn. Hat super geklappt. Tschüss. Nee, das war scheiße. Du bleibst was, hier? Gott sei Dank geht das nicht weiter zu. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rausgekommen wäre. Oh, Regenschirm. Ich glaube, ich sterbe heute Abend an einer Keksteigvergiftung. Kann man daran sterben? Nein. Gut.